Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen guten Abend und darf Sie auf das Herzlichste begrüßen. Mein Name ist Nina Nike Velander und ich habe das Vergnügen, Sie heute Abend durch das Programm zu führen. Danke an erster Stelle schon mal an das Klarinettenquartett Clarifonix, ein Ensemble des Johann Joseph Fuchs Konservatoriums, die unseren Abend ja schon wahrlich beschwingt mit dem Klarinettenmuckel eröffnet haben. Danke, dass Sie alle so wahrlich zahlreich der Einladung zur Steiermark-Rede 2024 gefolgt sind. Alle anwesenden Ehrengäste persönlich zu begrüßen, das würde wohl wahrlich den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen. Doch einige Persönlichkeiten möchten wir stellvertretend für die gesamte gesellschaftliche Breite der Steiermark dennoch gemeinsam willkommen heißen. Allen voran natürlich Gastgeber des heutigen Abends, Landeshauptmann Christopher Drechsler. Als Vertreterinnen und Vertreter der Politik auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene begrüßen wir sehr herzlich Bundesminister Martin Polaschek, die Mitglieder der steiermärkischen Landesregierung Werner Amon, Barbara Aibinger-Miedl, Karl-Heinz Kornhäusl und Simone Schmidbauer, die Klubobfrau Barbara Riemer, den Gemeindebundespräsidenten Erwin Dirnberger sowie die beiden Grazer Stadträte Kurt Hohensinner und Günter Riegler und den Landesgeschäftsführer der Steirischen Volkspartei Detlef Eisel Eiselsberg. Stellvertretend für die Persönlichkeiten, die in der Vergangenheit politische Verantwortung getragen haben, begrüßen wir Waltraud Klasnik, Hermann Schützenhöfer, Josef Riegler und Martin Bartenstein. Begrüßen darf ich auch für die Interessensvertreter in der Steiermark den Vorsitzenden Vinzenz Harrer, Präsident Josef Herg, Vizepräsidentin Alexandra Mandl, Direktor Johann Scheuch, Präsident Franz Titschenbacher und Präsident Eduard Zentner. Ebenso ein herzliches Willkommen an Ehrenpräsident Franz Hanonkur Unverzagt, Vorsitzender Monsignore Christian Leibniz, Vorstand Klaus Schweighofer, Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe, Direktorin Nora Töttling-Musenbichler und Oberst Jörg Winter. Wir freuen uns, dass Sie heute Bildung, Wissenschaft und Forschung repräsentieren. Willkommen Rektorin Beatrix Karl, Rektorin Andrea Kurz, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner und Rektor Georg Schulz.
Bitte begrüßen Sie mit mir auch stellvertretend für den in sehr großer Zahl anwesenden konsularischen Korps, Doyen Konsul Rudi Roth. Wir freuen uns auch, dass besonders viele Gäste aus der Wirtschaft heute Abend gekommen sind. Stellvertretend willkommen heißen möchten wir Landesdirektor Manfred Geiger, Vorstandsdirektor Martin Graf, Direktor Christoph Holzer, Vorstandsdirektor Wolfgang Malik, Franz Mayer-Mellenhoff, Vorstandssprecher Christian Purer, Generaldirektor Martin Schaller, Vorstandsmitglied Walburga Seidel, Geschäftsführer Martin Weg sowie Landesdirektor Michael Witsch. Für die zahlreichen Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gesundheitsbereich unter Ihnen dürfen wir begrüßen stellvertretend Vorstandsvorsitzenden Gerhard Stark und Geschäftsführer Christian Lagger. Und aus Kunst und Kultur seien herzlichst gegrüßt Geschäftsführer Simon Keuner, Universitätsprofessor Richard Kriesche, Geschäftsführer Bernhard Rinner, Schauspieler August Schmölzer und Autor Martin Wanko. Für Sport und Tourismus darf ich auch herzlich willkommen heißen Geschäftsführer Michael Feiertag, Präsident Stefan Herker, Robert Großauer, Präsidentin Barbara Muhr, Familie Retter, Judith und Gerald Schwarz, Präsident Uwe Stark sowie Herwig Stracker. Ein Dank gilt selbstverständlich auch allen Medienvertreterinnen und Vertreter, die heute Abend hier sind. Wir freuen uns herzlich willkommen Ihnen allen. Der heilige Josef ist, bescheiden wie er ist, hier vorne recht klein neben mir zu sehen. Und um den geht's jetzt. Der heilige Josef nimmt ja in der Steiermark eine ganz besondere Rolle ein. Als Landespatron steht er symbolisch für Schutz und Fürsorge. Für Werte, die tief in unserer Identität und in der Kultur der Steiermark verankert sind. Aber wieso passen der heilige Josef und unsere grüne Mark eigentlich so gut zusammen? Schauen wir uns mal das Wesen des heiligen Josef an. Der Zimmermann aus Nazareth, in der christlichen Lehre vor allem als Nährvater Jesu Christi bekannt. Seine Figur ist der Inbegriff von Demut und Stärke. Die Verehrung des heiligen Josef in der Steiermark, die geht schon auf das Mittelalter zurück. Sie hat sehr stark mit seiner Rolle als Beschützer der heiligen Familie zu tun. Und das macht ihn natürlich auch für uns zum Symbol für den Schutz der eigenen Familie und der Gemeinschaft. Im Laufe der Jahrhunderte hat seine Bedeutung stetig zugenommen. Sie ist immer weiter gewachsen. Er wurde der Patron der Hausväter und der Handwerker. Und da vor allem, wie Sie sicher wissen, ein Schutzpatron der Zimmerleute und auch all jener, die in sehr bescheidenen, aber wesentlichen Berufen tätig sind. Dem heiligen Josef zu Ehren feiern wir morgen ja den Josefitag. Doch abgesehen vom Josefitag findet sich das Sinnbild von unserem Landespatron eigentlich das ganze Jahr über in unserer Alltagskultur wieder. Der heilige Josef steht für die Wertschätzung der handwerklichen Arbeit, für den Zusammenhalt in der Familie und für die Sorge um die Gemeinschaft. Das sind drei sehr bodenständige Werte, die in einer Gesellschaft, in unserer Hightech-Welt von heute schon fast wieder visionär wirken. Immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer lassen sich von diesen bodenständigen Werten wieder leiten und viele formulieren sogar ihre USPs. Danach.
So auch unser Gastredner des heutigen Abends, Fleischermeister Robert Buchberger aus Pöllau. Er sagt nämlich, wenn einem alles wurscht ist, dann kommt keine gute Wurst heraus. Seine Spezialität, zu wissen, wann man die Tradition wählt und wann das Neue. Aber sehen Sie selbst. Ich wünsche mir eigentlich so, dass meine Kinder oder generell die nächste Generation die Würde für das Fleisch wiederfindet. Das heißt, dass man sagt, wenn man Fleisch isst, dass man das bewusster isst. Ich bin der Robert Buchberger, ich bin Fleischermeister und Fleischsommelier aus Pöllau bei Hartberg. Also mein Opa hat 1946 die Fleischerei Buchberger gegründet, quasi aus dem Nix außer. Meine Eltern haben in den 70er Jahren dann den Betrieb übernommen, weitergeführt und mein Vater war es auch schon immer wichtig, dass er die Rezepturen vom Opa weiter übernimmt. Und so existieren die ganzen Rezepturen eigentlich in der dritten Generation. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir unser Fleisch regional beziehen, weil wir so den Bauernfamilien einmal eine Möglichkeit bieten, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Und du hast als Bauer den Vorteil, wenn du mit einem kleineren Betrieb wie mit uns zusammenarbeitest, dass du einfach den Freunden, Bekannten erzählen kannst, dass das Fleisch wirklich in der Region bleibt und bei guten Betrieben in der Region verkauft wird. Schaut mal da jetzt die Reife an. Das ist zum Beispiel Osterkoller. Da haben wir die Ruckwurst, das ist auch cool, das ist ein luftgetrocknetes Karree. Das ist auch so eine Spezialität aus dem Pöllau-Tal, was du jetzt da in Schweinerücken einsalzen tust, würzen tust, kalt räuchern und dann bleibt er circa einen Monat in dem Reiferaum, dann wird er klar aufgeschnitten. Eine meiner großen Leidenschaften ist auch das Grillen. Ich habe es unglaublicherweise geschafft, dass ich mein Hobby zum Beruf machen kann. Und wenn ich nicht gerade grillen tue, dann tue ich gerne Mountainbiken. Weil wir im Pöllauertal so eine super Gegend haben, hügelig, da ein paar Trails dabei sind, setze ich mich gerne auf mein E-Bike und kann da die Gegend erkunden. Das macht echt Spaß. Ich lasse mich aber bei den Rezepten von unserer Region inspirieren. Wenn ich da mit dem Radl unterwegs bin, da fällt mir schon immer wieder was ein und da bringt mein Kopf frei und unsere Landschaft gibt uns einfach da so viele Möglichkeiten. Des Schweines Ende ist der Wurstanfang. Oder des Videos Ende ist des Buchbergers Anfang. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie heute recht herzlich begrüßen. Es freut mich sehr, dass ich heute die Ehre habe, Ihnen ein paar Worte zu sagen. Und im Video hat man schon ein bisschen was gesehen über meine Arbeit, über meinen Betrieb. Und vor ein paar Wochen hat mich der Herr Landeshauptmann, der Christopher, angerufen. Und da habe ich mich sehr gefreut, dass er mich gefragt hat, ob ich heute eben Zeit habe, ein paar Worte an Sie zu richten. Und da habe ich dann sofort ja gesagt, weil ich habe ein Anliegen, ich möchte Bewusstsein schaffen für eine Qualität. Ich möchte Bewusstsein schaffen für Regionalität, für unsere Natur und für Nachhaltigkeit. Ich möchte uns wieder mehr bewusst machen und wertschätzen, in was für ein wunderschönes Land, das wir leben in der Steiermark. Wie schön das bei uns ist. Und was bei uns alles gibt. Ich habe ein Anliegen. Ich möchte, dass wir zusammenhalten und zusammenarbeiten, dass wir zusammengreifen, damit es auch unsere zukünftigen Generationen so gut geht, wie es uns jetzt da geht. Und ich möchte euch ein bisschen eine Reise geben über meinen Werdegang, über unseren Werdegang in unserer Familie. Ich bin am 2.1.1980 in Graz, in der wunderschönen Stadt, auf die Welt gekommen. Und meine Mama ist schon eine Woche, nachdem ich auf der Welt gewesen bin, wieder im Betrieb, in der Fleischerei gestanden und hat gearbeitet. Und so bin ich eigentlich zwischen den Verkäuferinnen, zwischen den Fleischern, zwischen rote Kisten und Würstel aufboxen. Bin immer schon positiv mit Arbeit konfrontiert geworden
Und mir war das immer schon von klar auf wirklich in die Wiege gelegt. Ich habe da auch zum Beispiel von unseren Fleischhocker als kleines Kind schon ein Schürzen gekriegt, so ein Lederschürzen, was wir umgehängt haben. Und wir haben damals in die 80er Jahre eine andere Zeit gehabt. Da war es so, dass wir keine Kühlwägen noch gehabt haben, sondern einfache Pritschen, einen Pritschenwagen. Und damit man besser Fleisch transportieren hat können, hat man so eine Lederplane gehabt. Und eine meiner ersten Aufgaben war, dass wir, war dann in meinem Betrieb, dass wir mit einem Schrupper und mit einer Seifenwasser einfach diese Lederplane täglich gereinigt haben, wenn ich mit meinem Opa oder mit meinem Papa von der Tour zurückgekommen bin. Und so habe ich relativ früh das positive Arbeiten in unserem Betrieb schon kennengelernt. Ich bin dann in Böllau zur Volksschule gegangen, in Böllau zur Hauptschule, habe dann in Hartberg die Handelsschule besucht und mich dann entschieden, die Fleischerlehre zu machen. Das war 1997 und 2004 habe ich dann die Meisterprüfung gemacht und das war mir auch besonders wichtig, dass ich unseren Betrieb kennenlerne von der Pike auf. Das heißt, ich habe echt alles durchgemacht in der Produktion vom Schlachten übers Zerlegen, Wursten bis in den Verkauf. Und so habe ich dann 2004 mit meinem Vati gemeinsam entschieden, dass wir in unseren Betrieb investieren und haben da zu unserem Schlachthof einen Wurstproduktionsbetrieb dazu gebaut. Wir haben damals über 1 Million Euro investiert, ohne dass wir jetzt eigentlich in dem Bereich Großkunden gehabt haben. Wir haben einfach die Vision gehabt, dass wir was gestalten und was machen. Das war keine leichte Zeit damals und keine leichte Entscheidung, weil wir uns den Vertriebsweg erst aufbauen haben müssen. Aber im Endeffekt, wenn man jetzt das zurück betrachtet, war das schon eine wichtige und eine gute Geschichte, weil man einfach in der Zeit jetzt dann natürlich die Kostensteigerungen ausschaut und damals haben wir noch günstiger bauen können und so sind wir jetzt eigentlich froh, einen echt guten Betrieb zu Hause zu haben mit einer echt Klassengrößenordnung für uns. Nur war dann die Frage für mich, wie können wir uns da weiterentwickeln? Und ich habe mir dann gedacht, wir haben ein Geschäft in Böllau, ich könnte ja eine Filiale eröffnen und produzieren tun wir sowieso jeden Tag frisch. Das ist klar, wir machen so um die 200 verschiedene Produkte. Ob du das jetzt für ein Geschäft machst oder für mehrere, ist schon fast wurscht. Und habe dann im Jahr 2005 in Hartberg unsere erste Filiale eröffnet. 2007 haben wir dann eine große Ehre gehabt, da haben wir das Landeswappen verliehen bekommen und so ist dann eigentlich dieser positive Werdegang weitergegangen. Das heißt, bis 2017 haben wir dann alles zusammen 10 Filialen gehabt, in Hartberg und Umgebung, in Weiz, in Graz, in Fürstenfeld, in Leoben-Kapfenberg. Das war dann eine komplett neue Situation für unser Unternehmen oder auch für mich als Geschäftsführer und ich habe nicht nur die Produktion zum Leiten gehabt, sondern auch Qualitätsmanagement, Logistik. Wir haben auf einmal statt 20, 80 Mitarbeiter gehabt, wo natürlich wieder Mitarbeiter ausscheiden und auch wieder neue kommen. Und das war schon eine sehr herausfordernde, entspannende Zeit. In dieser Zeit, 2012, habe ich auch geheiratet, meine wunderbare Frau. Und wir haben zwar ganz liebe Kinder gekriegt, den Valentin und die Luisa, die sind jetzt der 8. und 10. Haus gebaut haben wir auch noch nebenbei. Also ich möchte diesen Rahmen auch nutzen, um Danke zu sagen an meine Frau, die was da ist, und mein Papa, die was mich so unterstützt hat. Applaus 2018 dann haben wir 10 Filialen gehabt und 80 Mitarbeiter. Habe ich mir dann gedacht, es kann nicht immer so weitergehen, man muss auch wieder ein bisschen vielleicht zurückrudern und back to the roots gehen. Und da habe ich dann gesagt, vielleicht ist ein Schritt zurück etwas besser und habe mich wieder mehr auf die Qualität fokussiert und geschaut, dass wir einfach wirklich da schauen, ganz gute Waren zu erzeugen und bin einen Schritt zurückgegangen und habe mich darauf konzentriert, dass wir unsere 8 Geschäfte, die was wir jetzt da haben, perfekt weiterführen, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und dass wir uns wieder auf das Wesentliche, das heißt gute Qualität, konzentrieren. Dabei war mir, wie gesagt, immer wichtig, die Heimat zu schätzen, mit einer großartigen Qualität. Und eine von meinen großen Leidenschaften ist das Grillen und Grillen vereint. Und beim Grillen zum Beispiel habe ich einen Herrn Landeshauptmann kennengelernt, weil ich bei seiner Geburtstagsfeier grillen habe dürfen. Und da sieht man einfach, am Griller mit einer guten Qualität aus der Steiermark kommen die Leute zusammen. Und da freut es mich sehr, dass ihr auch heute da seid.
Mir war schon immer wichtig, dass ich ein bisschen über den Tellerrand blicke und schaue, was am Markt passiert. Dass ich schaue, was in der Fleischbranche international los ist. Und da gibt es wirklich ein paar gute internationale Beispiele, wie ein Hendrik Dierendonck, das ist ein Craft Butcher aus Belgien, oder ein Dario Cecchini, ist ein Metzger aus der Toskana. Das sind Leute, die das Fleisch einfach sehr wertschätzen und ein positives Image dem Fleisch wiedergeben. Und da habe ich mir gedacht, wir haben in der Steiermark wirklich super Möglichkeiten und wir haben die als Betrieb auch, wie ihr im Video gesehen habt. Und da habe ich mir gedacht, ich gehe das auch in der Steiermark an und versuche das. Und habe dann die große Ehre gehabt, dass ich im Beef-Magazin, das ist so das wichtigste Fleisch- und Grillmagazin Europa, unter die besten Metzger der Welt gekommen bin, was mich sehr ehrt. Danke. Ich glaube, wir haben in der Steiermark viele Chancen. Wir haben einzige Verbindungen zu super Bauern, zu super Produzenten. Wir haben, egal ob man jetzt da schaut, wir haben super Fleischbauern, wir haben super Gemüsebauern, wir haben Obst, wir haben Wein, wir haben Bier. Also wir können uns sehr stolz schätzen, einfach wirklich da eine wunderbare Gegend zu haben und auch eine großartige Gastronomie. Was mich besonders freut, dass wir da mit unseren Gastronomen wirklich super zusammenarbeiten und so wirklich auch super Produkte den steirischen Kunden und Gästen geben können. Früher waren wir, glaube ich, mehr Einzelkämpfer und heute in meiner Generation merkt man, arbeitet man wirklich super gut zusammen und das Ganze ist vereint im Steiermark-Herz. Das Steiermark-Herz ist unser Symbol und mit unserem Symbol können wir, glaube ich, schon auch in Zukunft schaffen, dass wir da wirklich weiterhin so super wahrgenommen werden, touristisch in der ganzen Welt. Ich glaube, das ist ein super Erfolg. Und auf der anderen Seite stellt sich gesellschaftlich schon die Frage, was wollen wir zukünftige Generationen mitgeben? Worauf kommt es an? Bei der Ernährung, auf Qualität mit Maß und Ziel, glaube ich mal. Also wenn wir auf Qualität setzen und mit Maß und Ziel agieren in Zukunft, dann haben wir, glaube ich, viel richtig gemacht. Vielleicht sollte man weggehen zum Überfluss und hin zu mehr Respekt für gute Lebensmittel. Ich glaube, wir sollten auch wieder mehr schätzen, in welchem wunderschönen Land wir leben, mit wie vielen verschiedenen Mikrokosmen die Steiermark einfach gesegnet ist und jeder von sich einzigartig ist. Wenn man jetzt da schaut, vom Dachstein bis in die Südsteiermark, haben wir so viele verschiedene wunderbare Regionen, wo wir echt stolz sein können drauf. Und besonders bewusst wird einem das, glaube ich, erst, wenn man vom Ausland wieder zurückkommt und wieder in die schöne Steiermark zurückkommt oder wenn man auch Leute aus dem Ausland bei uns in der Steiermark begrüßen kann. Und ich habe in letzter Zeit da auch eine große Ehre gehabt. Ich habe die thailändische Eigentümerfamilie von Red Bull kennengelernt, die Familie Yovidaha. Und wir arbeiten jetzt da gemeinsam an einem Wurstmanufakturprojekt in Bangkok. Ist eine komplett neue Situation für mich natürlich, aber man sieht, ich habe mich dann beschäftigt, in Thailand ist eine eher schlechte Wurstqualität, keine Wurstkultur da. Und über Umwegen ist die Familie auf mich aufmerksam geworden und hat mich kontaktiert. Sie haben schon in Deutschland und international gute Würstel gesucht und da können wir in Österreich schon stolz sein, so eine gute Wurstkultur zu haben. Und die sind dann auf mich aufmerksam geworden und haben mich kontaktiert. Und ein schönes Samstags, glaube ich war es, ruft mir ein Bekannter an und sagt, ich soll am nächsten Tag Würstel am Flughafen nach München hinbringen. Und ich bin dann noch beim Berggast auf König am Böllerberg umgesessen und habe schon zwei Gläser Wein getrunken. Also ich habe selber nicht mehr fahren können. Jetzt habe ich dann im Facebook einen Aufruf gestartet, ob irgendwer von meinen Followern eventuell da nach München kommen würde. Und es haben sich sofort 5 gemeldet. Und am nächsten Tag, also sonntags war das dann um 10 Uhr, waren dann unsere Würstel pünktlich in München am Flughafen und sind dann mit dem Kunschalärm sein Privatjet nach Dubai geflogen. Dort wurden sie dann bei der Verkostung sehr positiv bewertet und so starten wir jetzt in dieses neue Projekt. Ich habe dann auch im Endeffekt ein paar Wochen drauf Besuch aus Thailand gekriegt. Der Ken, das ist der Neffe von dem Eigentümer, hat mich besucht. Ich war mit ihm dann am Böllerberg und wir sind da gestanden vor der Böllerberger Kirche, haben wir dann runtergeschaut in die wunderschöne Steiermark und er hat dann gesagt, die Würstel sind gut, eure Region ist so schön, bitte machen wir das gemeinsam, das Projekt. Applaus
Und so hat es mich dann sehr geehrt, dass ich 2 Wochen später vom Herrn Jovi Daha selbst eingeladen wurde zum Grand Prix in Spielberg, wo wir gemeinsam dann das Rennen angeschaut haben, was auch eine große Ehre für mich war. Und Ken, was mittlerweile ein guter Freund von mir ist, hat uns dann im Sommer 3 Wochen in der Steiermark besucht, hat ein Praktikum gemacht bei mir im Betrieb. Wir sind die ganzen Produktionsschritte durchgegangen, haben die Pläne für unsere Manufaktur in Bangkok jetzt da aufgebaut und er hat die Steiermark wirklich lieben gelernt. Wir waren in der Südsteiermark, wir haben uns verschiedenste Sachen angeschaut und ich habe letzte Woche wieder Besuch gekriegt von den Thailändern, also die waren vorige Woche bei uns und wir sind jetzt so weit, dass wir in die enge Planung gehen und dass wir eigentlich bald zum Bauen beginnen in Thailand und im Herbst wird dann die Reise sein, wo ich dann schaue, wie weit das wir sind. Aber schön ist das, wenn aus so einer Geschichte dann eigentlich auch eine Freundschaft entsteht und ich glaube, dass Red Bull für Österreich viel gegeben hat und wenn ich da als steirischer Fleischer ein bisschen was zurückgeben kann, dann ist das natürlich auch eine große Ehre. Wie gesagt, es ist eine spannende Erfahrung, die was ich da machen habe dürfen. Und wie gesagt, wir sind uns oft wahrscheinlich selber nicht bewusst, in was für einem kulinarischen Schlaraffenland wir da in der Steiermark eigentlich leben und wie viele großartige Produkte das wir haben. Es kommt beim Einkauf oft dann trotzdem leider dazu, dass wir eher zu Discounter gehen, viele Menschen. Und ich glaube, wir sollten eher regional und bei Bauernläden kaufen, weil wir dann im Endeffekt schon auch die Qualität und die Tierhaltung den Landwirten wertschätzen können. Und ich glaube, oft haben Menschen nicht die Möglichkeit, dass eben viel Geld ausgeben für Lebensmittel, aber ich glaube, mit Maß und Ziel kann man da schon auf Regionalität setzen und faire Preise den Bauern zahlen. Und dann glaube ich, ist schon der Handel auch bereit, dass man da wirklich auch in die Regionalitätsrichtung noch mehr denkt und ich glaube, gemeinsam können wir da schon schauen, dass wir für Österreich und für die Steiermark da einfach die regionalen Betriebe helfen. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass der Kunde oder der Konsument möchte Bio haben, der Kunde möchte Qualität. Oft ist halt nicht bereit, dafür zu zahlen und ich glaube, da gehört eine größere Einigkeit her. Bei uns ist zum Beispiel so, dass mein Papa, der seit er da ist, den Rindereinkauf selber macht, das heißt, er fährt zum Bauern selber hin, schaut sich die Tiere im Stall an und so ist einfach eine Wertschätzung den Bauern und den Landwirten gegenüber gegeben, dass er das jetzt einfach nicht nur mit dem Moment, wo jetzt sag ich mal, der Viechwagen zum Stall zukommt, das Tier weg ist, sondern er hat 20 Monate sich damit beschäftigt, mit Leidenschaft. Und bei uns hat er die Wertschätzung, dass die Produkte in unserem Geschäft eben mit viel Ethik von unseren Mitarbeitern, weil wir eben handwerklich arbeiten, gut verarbeitet werden. Und da sind wir auch besonders stolz darauf, dass wir im Endeffekt keine anonyme Massenware herstellen, sondern einfach eine steirische Qualität. Ich glaube, wir sollen auch die Qualität und die Arbeit der Bauern wirklich wertschätzen und uns da nicht von Bildern aus den Medien irgendwie schlecht reden lassen, weil jeder Bauer macht wirklich jeden Tag eine Top-Arbeit und ich glaube, da können wir stolz drauf sein und das gehört einfach sehr geschätzt und einfach nach außen auch transportiert. Ich versuche das, indem ich einfach, wie Sie vorher gesehen haben, einen YouTube-Kanal habe, der heißt Beef TV, wo wir im Endeffekt oder ich versuche, den Leuten gutes Fleisch zu erklären und habe auch einen Podcast, der heißt Wurstgeflüster, wo es einer von den beliebtesten Ernährungspodcasts in Österreich mittlerweile ist. Also da gilt der Grundsatz, wenn einem alles wurscht ist, dann kommt keine gute Wurst heraus. Bevor ich jetzt zum Schluss komme, möchte ich in diesem hochkarätigen Rahmen noch ein paar Gedanken loswerden. Und wie Sie in meiner Rede schon gehört haben, geht es in meiner Arbeit viel um Wertschätzung für das Landleben, für die Qualität, für Produkte, fürs Land und für die Region. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir unsere Unternehmerinnen und Unternehmer wertschätzen, dass wir denen dass sie die Freude nicht verlieren und die Leidenschaft. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von der Gesellschaft und von der Politik. Ich glaube, wir sitzen da gemeinsam am Boot, dass wir in die richtige Richtung rudern. Das ist oft zwar nicht einfach, auch für einen Unternehmer, weil im Endeffekt die Kosten gestiegen sind bei Energie, bei Personal. Und ich gönne jeden Mitarbeiter und jeden selbstverständlich Lohnerhöhungen. Und trotzdem muss man als Unternehmer schauen, dass man über die Runden kommt. Und
Deshalb kämpfe ich auch für leistbare Preise, dass ich schaue, dass jetzt einfach wirklich auch die Konsumenten sich eine gute Fleisch- und Wurstqualität leisten können. Und da schauen wir, dass wir gut dabei sind. Ich sicher bei unseren Mitarbeitern zurzeit, wir haben relativ viele Damen, was Teilzeit arbeiten. Und da sieht man oft, dass die teilweise schon unter der Mindestsicherung sind. Und ich glaube, dass da auch Arbeit mehr wert sein sollte im Endeffekt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir zusammenarbeiten und zusammenhalten. Die Politik braucht die Wirtschaft, aber auch umgekehrt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nicht gegeneinander arbeiten. Spalten ist nicht gut. Bei Spalten kommen nur Konflikte und Kriege raus. Ich glaube, wir haben viele Chancen. Es geht uns gut und ich glaube, mit gemeinsamer Arbeit können wir die Zukunft angehen. Das Leben ist Veränderung. Es hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Das spüren wir gerade in unserer Fleischerbranche. Aber Veränderung ist oft nichts Schlechtes. Ich glaube, wir müssen nur damit umgehen und das am besten gemeinsam. Dankeschön. Thank you.
Danke dir vielmals, Robert, für dein Impulsreferat. Ja, es ist wunderschön da, was ich immer mehr sehe, wenn ich manchmal mir am Sonntag mit dem Motorrad die Gegend einziehe. Eine wunderschöne Interpretation von Clarifonix von Gerd Steinbeckers Steiermark. Und für mich als passionierte Motorradfahrerin ist es ja eine zweite kleine geheime Landeshymne, weil sie einfach die Urigkeit und das Lebensgefühl von unserem Heimatland, finde ich, sehr, sehr gut vermittelt. Was die Steiermark ausmacht, wofür sie 2024 steht und was die Zukunft an Chancen für unser Bundesland bereithält, das werden wir nun gleich in der Steiermark-Rede unseres Landeshauptmanns Christopher Drechsler hören. Davor möchte ich aber noch eine junge Dame zu Wort kommen lassen. Und vielleicht teilt die Ansichten von deinem neuen Freund Ken, weil sie ist auch erst vor kurzem aus dem Ausland hierher in unsere Heimat, in die Steiermark gezogen und entdeckt diese gerade neu für sich. Und es ist schon spannend. Vielleicht wären wir oft ein bisschen blind für das, was eh immer da ist. Es ist schon spannend zu sehen, wie das mit anderen Augen gesehen werden kann. Viel Vergnügen. Can you believe that? Styrian traditions can be really hilarious. But seriously, we Styrians, we're all about celebrating the things that make our region unique. The churches, the castles, the vineyards, our awesome farmers and their furry friends. Not to forget the Blasmusi. Well, that's not exactly what made me become a Styrian. When I arrived here, I was blown away by the cutting-edge research, tech innovation and the seriously cool international companies I encountered. We're talking microelectronics, the future of transportation, paper, steel and world-class unis and schools. You name it? We've got it! Did you know we call homegrown Arnold Schwarzenegger the Styrian Oak? That's because we Styrians are very much into wood! And we adore nature. Such a great place to chill out. And we are all about protecting what we love. Our motto is renewable energy solutions, and we're all in on green tech. It's the future we believe in. How are you doing in Styria? Are you eating well? Yes, Mom, I'm good. And the food here is epic. And I can't deny anymore that Styrian wine is out of this world. So far, living in Styria has been an absolute blast. The people here are incredibly warm, friendly, and open-hearted. Check out my new friends from the sports clubs, the dance crew, my bodybuilding buddy. And this adorable guy I just met here at the club. Those who rock it at work also know how to slay it on the dance floor. We're cheering for our teams, crossing our fingers for our ski heroes, and following guys in fast cars. We soak up art and performances and groove to music. Seriously good music. Here's to living life to the fullest! And when our excitement levels go through the roof, we have some awesome spots to get up to, places to come down, and let's not forget the places to get away to. But the best thing for me is that Styria is the place where I can come home to. From the icy glacier up north to the sunny vineyards down south. From top-notch education and science to a thriving industry. I'm telling you, life in Styria is beyond amazing. Styria, everything you know, just better.
Ja, und meine Lieben, ich muss, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich muss Ihnen ehrlich sagen, auch dieser Film ist wirklich eindrucksvoll und zeichnet ein wunderbares Bild der Steiermark. Und die Einmoderation hat gesagt, ja, da erleben wir, wie jemand die Steiermark kennenlernt. Jetzt muss ich eine kleine Enthüllung, Disclosure, machen. Die Dame, die uns hier diese Geschichte erzählt, ist in Deutschlandsberg geboren. Ist eine Weststeirerin, spielt am Next Liberty, Simone Leski. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, was mich so fasziniert? Also das ist überhaupt großartig und gut gespielt. Aber mich fasziniert das Englisch. Nicht zu viel UK, nicht zu viel US. Einfach ein traumhaftes Englisch. Akzentfrei. Und wissen Sie was? Das ist der steirische Akzent. Meine sehr verehrten Damen und Herren, morgen ist Josefitag. Unser Landesfeiertag. Wenn Sie so wollen, der Steiermarktag im Jahreskalender. Der 19. März ist der Tag, an dem wir unser Land, unser wunderschönes Heimatbundesland, das wir gerade gesehen haben, feiern. Feiern in dem Sinn, dass wir uns bewusst machen, was unsere Steiermark ausmacht, was unsere Heimat, unser Bundesland so besonders macht, worauf wir stolz sein können, was unsere Stärken sind, und wo wir auch noch besser werden können und sollen. Auch ganz persönlich. Welche Chancen, Möglichkeiten und Perspektiven dieses wunderschöne Land über die Errungenschaften der Vergangenheit hinaus hat. Wo wir stehen, wo wir uns sehen, wie wir eine so lebens- und auch lebenswerte Region bleiben können. Denken wir nur daran, wie kräftig das grüne Herz in uns allen schlägt. Wie wir uns entwickeln wollen. Aber auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir nicht wollen. Der Josefitag ist für uns kein Tag wie jeder andere. Und unser Landesfeiertag ist für mich der Anlass, den größeren und weiteren Blick in die Zukunft unserer Steiermark zu richten. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue ich mich, dass Sie so zahlreich der Einladung zu dieser zweiten Steiermark-Rede gefolgt sind. Sie haben gemerkt, wir haben sogar die Richtung im Saal umdrehen müssen. Letztes Mal war der quergestellt, jetzt müssen Sie mit der Längsaufstellung vorlieb nehmen. Geübten Beobachtern der Steiermark ist in Erinnerung, was das beim früheren Landeshauptmann Dr. Josef Greiner geheißen hätte, wenn die Richtung des Saales geändert worden wäre. Alle, die mit der Organisation zu tun gehabt hätten, hätten sich besser in Sicherheit gebracht. Aber wie hat der Robert Buchberger gesagt, es verändert sich so viel in diesem Land. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bin ich dem Robert Buchberger auch so dankbar, dass er heute hier ist. Unser eigentlicher Ehrengast heute ist. Denn er ist ein Mensch mit Innovationskraft, er ist ein Mensch mit Mut, mit unternehmerischem Geschick, vor allem mit Wertschätzung und positivem Umgang mit der Landwirtschaft, seinen Lieferanten, aber auch mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Er hat den Willen zur Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht, Gemeinschaftssinn, Heimatverbundenheit, den Stellenwert von großartiger Qualität in Erinnerung gerufen und regionale Verwurzelung mit einer so ursteirischen, internationalen Offenheit verbunden. Das sind für mich steirische Eigenschaften. Wenn Sie so wollen, im positivsten Wortsinn steirische Eigenheiten. Und stellvertretend für so viele großartige Betriebe und Unternehmerpersönlichkeiten ist er mit seinem Betrieb für mich vor allem eines, ein steirisches Erfolgsmodell.
Der ist auch ein Mutmacher. Mit so viel Begeisterung, Können und Geschick, er zeigt, welches Potenzial in diesem Land steckt. Und er zeigt uns, wie großartige Menschen hier leben und arbeiten. Und das ist unser größtes Potenzial, die Innovationskraft dieser steirischen Menschen ist. Denn wir könnten viele solcher Beispiele außergewöhnlicher, innovativer, erfolgreicher, ja besonderer Steirerinnen und Steirer aufzählen. Für mich ist aber ganz besonders seine Beschreibung so herausragend, wenn er zu dem Punkt kommt, wie viel uns dieses Land zu bieten hat. Wie wunderschön und wie großartig unsere Steiermark ist. Dass wir uns oft zu wenig bewusst sind, wie glücklich wir uns schätzen können über unsere Natur und Landschaft, über die Qualität der Produkte in diesem Land, Gemeinschaft und Zusammenhalt, Innovation und Fortschritt, eingebettet in Tradition. Einfach das Leben in der Steiermark. Und trotzdem, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist mir bewusst und muss uns bewusst sein, dass in unserem Land, ja insgesamt in unserer Gesellschaft, so etwas wie eine düstere Stimmung eingezogen ist. Eine düstere Stimmung herrscht, die nichts explizit mit der Steiermark zu tun hat, die aber die Steiermark um nichts weniger im Griff hat als andere Regionen und als andere Teile der Welt. Es gibt viel Pessimismus, zu viel Pessimismus. Es gibt eine große Zukunftsangst. Wen wundert's? Wir brauchen uns nur jeden Tag die Medien anschauen, die tägliche Zeitung, die Nachrichten. Da wird einem oft ganz anders. Krieg. Seit mehr als 2 Jahren, seit dem verbrecherischen Überfall Russlands auf die Ukraine, auch wieder in Europa. Terror. Seit dem barbarischen Massaker der Hamas an der israelischen Bevölkerung mit all seinen Folgen. Unglaubliche Gewalttaten. Auf der Welt, in Österreich, aber auch in der Steiermark. Ein Informationskrieg mit Propagandamaschinerien, der unverhohlen auch bei uns geführt wird. Zunehmend unsichere geopolitische Entwicklungen. Und schließlich die beklemmende Erkenntnis, dass die liberale Demokratie, von der wir geglaubt haben, dass sie sich auf einem unaufhaltbaren, sicheren Siegeszug um die Welt befindet, unter Druck steht, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr. Wir sind mit einer Klimakrise konfrontiert, die vieles von unserem gewohnten Lebensmodell in Frage stellt. Eine Häufung von Naturkatastrophen, die auch die Sicherheit der eigenen 4 Wände betrifft und berührt. Denke oft zurück an den Anfang August letzten Jahres, wo die südlichen Bezirke der Steiermark so intensiv von Starkregen, Unwetter, Hochwasser betroffen waren, wo buchstäblich eigene 4 Wände ins Rutschen gekommen sind. Fragen der Versorgungssicherheit sind aufgeworfen, unsere Lebensgrundlagen bedroht. Und diese Zukunftsangst, die angesichts dieser Weltlage im Entstehen ist, ist vor allem auch eine Verlustangst. Die Teuerung, ausgelöst und verschärft durch die genannten Ereignisse, führt zur berechtigten Sorge vor materiellem Verlust und vor Einbußen des eigenen Lebensstandards. Das jahrzehntelang gültige Aufstiegsversprechen, gerade für künftige Generationen, scheint plötzlich ein Ende zu haben. Und zusätzlich spielt eine starke Rolle auch die Angst vor dem Verlust kultureller Identität. Da geht es um manchmal falsch verstandene Toleranz. Geht es um die Frage, was man heutzutage überhaupt noch sagen oder denken darf.
Oder da geht es darum, wie mir dieser Tage erzählt worden ist, dass wenn man in Graz ein Kind für die Kinderkrippe anmeldet oder für die Volksschule einschreibt, beim Kind unter 6 Geschlechtern aussuchen muss. Viele kommen damit nicht mehr mit. Und im Übrigen, von den 2500, die angemeldet wurden, sind überraschenderweise die einen Mädel und die anderen Buben. Migration in ihrem täglichen Erleben, aber auch der technologische Fortschritt, wo manche sich fragen, ob sie mit den Entwicklungen noch mitkommen. Es ist meine tiefe Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es die ureigenste Aufgabe von Politik ist, solche Entwicklungen zu erkennen, die Ängste zu verstehen, zumindest es zu versuchen, richtige Ableitungen zu treffen, sie nicht zu instrumentalisieren, für niedere Zwecke zu nutzen, sondern Verständnis für diese Ängste zu entwickeln, Lösungen anzubieten, aber wo es notwendig ist, auch Grenzen zu ziehen. Und meine Damen und Herren, in den letzten Wochen haben wir von unfassbaren Ereignissen Kenntnis erlangt. Von unfassbaren Taten Kenntnis erlangt. Junge Mädchen, Kinder, die Drogen, Alkohol, Gewalt und Vergewaltigung ausgesetzt waren. Eine ganze Bande Minderjähriger, eigentlich also selbst auch noch Kinder, die ein Kind missbrauchen. Und das auch noch über einen langen Zeitraum. Die mutmaßlichen Täter aus migrantischen Milieus. Und wir haben auch erlebt, dass die Antwort unserer Rechtsordnung war, die meisten der mutmaßlichen Täter zumindest vorerst auf freiem Fuß zu belassen. Da stellen sich mehrere Fragen. Ist das der richtige Umgang mit solchen Tätern? Ist das ein Umgang, den wir als liberale und aufgeklärte Gesellschaft wollen? Und wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei diesem Thema geht es mir nicht um einen Populismuszug. Es geht um ganz grundsätzliche Fragen. Es ist die Frage, ob die Menschen in unserem Land unsere Rechtsordnung noch als angemessen empfinden. Ob sie dem Rechtsstaat weiterhin vertrauen können. Und wir können uns dem auch rechtsphilosophisch nähern. Es ist die Frage der Normakzeptanz gestellt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe das Gefühl, dass immer mehr dieses Vorgehen nicht verstehen und nicht akzeptieren. Mir jedenfalls geht es so. Ich weiß nicht, ob die diskutierte Herabsetzung der Strafmündigkeit eine oder gar die Lösung ist. Aber ich weiß, dass man hier nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Und ich weiß auch, dass die Schweiz, ein Nachbarland Österreichs, ein hochentwickelter Rechtsstaat im Herzen Europas, anders damit umgeht. Dort beginnt die Strafmündigkeit bereits mit 10 Jahren. Deshalb stelle ich mir, wie offenbar auch einige andere oder viele in diesem Land, die Frage, ist jemand, der alt genug ist, solche Taten, solche Gräueltaten zu begehen, nicht auch alt genug, Verantwortung dafür zu übernehmen, zur Rechenschaft gezogen zu werden? Wie auch immer diese letztlich aussehen kann. Wäre das nicht gerade deswegen notwendig, um ein weiteres Abdriften in eine Spirale der Kriminalität zu verhindern? Außer Frage steht für mich, dass unsere Rechtsordnung Änderungsbedarf hat, dringenden Änderungsbedarf.
Denn wenn ich die Berichterstattung über die jüngsten schrecklichen Fälle beobachte, dann muss ich feststellen, dass das Thema der Strafmündigkeit ja sekundär ist. Denn die meisten der Täter waren ja strafmündig und gehen trotzdem weiter frei herumspazieren. Ganz klar, der Grundgedanke, junge Straftäter anders zu behandeln und sie nach Möglichkeit nicht unmittelbar aus geregelten Abläufen wie der Schule herauszureißen, hat seine Berechtigung. Hier scheint er aber an der Realität vorbeizugehen. Denn wir müssen auch sehen, dass wir es hier mit einer neuen Intensität an Verbrechen zu tun haben. Und bedenken, was das alles mit den Opfern dieser Taten und mit ihren Familien macht. Es werden immer mehr Grenzen nicht nur überschritten, sondern eingerissen. Den Tätern in diesem Fall bloß gut zuzureden, ist da das falsche Instrument. Der Rechtsstaat und die Justiz sind gefordert. Ich werde mich in den kommenden Tagen mit Expertinnen und Experten beraten, um diese erschreckenden Vorgänge zu beleuchten und Maßnahmen zu überlegen. Es braucht eine breite Debatte von der Polizei über die Staatsanwaltschaft, Jugendrichterinnen und Richter, Strafrechtlerinnen und Rechtler, Kinderpsychiaterinnen und Kinderpsychiater, Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer, ja auch die Justizwache bis hin zu Pädagoginnen und Pädagogen sind in einen solchen Prozess mit einzubeziehen. Ich habe daher einen solchen Personenkreis eingeladen, um unmittelbar nach Ostern darüber die Gespräche zu führen und die Frage zu stellen, können wir als Land etwas tun? Was können wir tun? Was können wir in die bundespolitische Debatte einbringen? Worauf müssen wir beim Bundesgesetzgeber und den zuständigen Ministerien drängen? Denn eines will ich nicht, und dieses Szenario sehe ich leider schon drohend aufziehen, dass dieses wichtige Thema, das alle Kraft hat, zu noch schwereren Verwerfungen in unserer Gesellschaft zu führen, dass diese wichtigen Fragen im Parteienstreit untergehen und weiter unbeantwortet und in der Realität unbehandelt bleiben. Als Landeshauptmann, als Jurist und nicht zuletzt als Vater ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir diese gesellschaftlichen Entwicklungen nicht einfach hinnehmen, sondern uns damit auseinandersetzen und mit der gebotenen Konsequenz und Entschlossenheit darauf reagieren. Da will und werde ich nicht locker lassen. Wir haben auch in unseren Schulen solche Themen. Immer mehr Meldungen über Gewalt, über Übergriffe, gar über Extremismus, erschreckende Entwicklungen. Aber auch hier kann es kein Ansatz sein, im Schrecken und der Empörung stecken zu bleiben und in Ratlosigkeit zu verharren. Deshalb ist die Steiermark im Kampf dagegen vorangegangen. Mit einem eigenen und österreichweit beachteten Maßnahmenpaket gegen Radikalisierung an Schulen. Denn es ist doch nicht einfach zu akzeptieren, dass das einzige echte Instrument gegen auffällige Schülerinnen und Schüler der ersatzlose Ausschluss vom Unterricht sein kann. Das löst bei jungen Menschen mit problematischem Verhalten höchstens eine Abwärtsspirale aus. Noch mehr Zeit im meist schwierigen privaten Umfeld, die Rückkehr an die Schule oft mit noch mehr Aggression und Radikalität als zuvor. Deshalb ist eine der Maßnahmen in der Steiermark nicht nur ein gezielter Förderunterricht, sondern auch eine Suspendierungsbegleitung mit Förderung, mit Entwicklung, mit gezielter Arbeit mit den betroffenen Schülern, aber auch mit den Eltern. Also keine bloße Auszeit vom Schulalltag als schärfste Sanktion. Und die wichtige Begleitung der Wiedereingliederung dort dabei. Es braucht eine Trendumkehr bei Extremismus, bei Gewalt, dabei, wie sich das Zusammenleben in unserer Steiermark entwickelt, gerade bei den Jüngsten.
Dieses Thema packen wir in den steirischen Schulen an der Wurzel an und das wollen wir auch bei anderen gesellschaftlichen Themen tun. Weil es, wie gesagt, die Aufgabe von Politik ist, Entwicklungen zu erkennen, Ängste zu verstehen und richtige Ableitungen zu treffen. Wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich in der Steiermark unterwegs bin, und ich komme viel herum, dann treffe ich sehr, sehr viele Menschen, die mir freundlich begegnen und die zugänglich sind. Aber manche sehen auch zu Boden oder zur Seite. Andere blicken schon grimmig. Auf Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, müssen wir zugehen, mit Ihnen reden, Gespräche führen und Ihnen zuhören. Es sind oft Leute, die Sorge oder auch schon Wut im Zusammenhang mit manchen gesellschaftlichen Fehlentwicklungen empfinden. Da müssen wir in den Dialog kommen, diese Gefühle besser verstehen, um manches verbessern zu können und auch Antworten geben. Auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn andere Gespräche viel leichter fallen. Und es gibt auch die anderen Gespräche. Denn bei allen Problemstellungen, bei aller düsteren Stimmung, gibt es auch viele Zeichen für Optimismus. Viele Gespräche mit positiven, von Zuversicht getragenen Blick in die Zukunft. Vor einigen Wochen so ein Erlebnis gehabt. Da habe ich einem jungen Installateur in die Augen geblickt. Wie er mir mit leuchtenden Augen berichtet hat, dass er jetzt ein Jahr selbstständig ist. Weil er das Unternehmen von seinem früheren Chef übernommen hat, obwohl ihm alle Freunde oder viele Freunde abgeraten haben, wenn man selber das Unternehmen nimmt, ist mit den geregelten Arbeitszeiten aus. Und wenn mir der dann beschreibt, wie froh er ist, dass er trotz des Aufwandes es überhaupt nicht bereut, wenn ich sehe, wie er das anpackt, dann ist einfach Zuversicht angesagt. Dann ist Zuversicht angesagt, weil die Menschen in unserem Land sich etwas aufbauen, etwas schaffen wollen, weil sie Ziele haben und dafür Leistung bringen wollen. Oder, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor wenigen Tagen hier in diesem Raum, allerdings wieder anders von der Richtung hergestellt, sub auspiciis Präsidentis Promotionen ohne Präsident. Ein Promovent von der Karl-Franzens-Universität, 5 von der Technischen Universität Graz. Eindrucksvolle Persönlichkeiten, Lebensläufe. Und der sub auspiciis Präsidentis Promovent der Karl-Franzens-Universität, ein Altphilologe, hat in seinen Dankesworten einen flammenden Appell für die Geisteswissenschaften gehalten. Und er hat gesagt, wie wichtig die Geisteswissenschaften doch genau in dieser Zeit sind. Bei aller Wertschätzung, gerade für Technik und Naturwissenschaften und so weiter. Aber er hat gesagt, die Geisteswissenschaften könnten vielleicht auch die Humanitas zurückbringen in unsere Gesellschaft. Und auch der Blick in die Augen dieses Lukas Spielhofer hat mein Vertrauen in die Zuversicht und in den Optimismus wieder verstärkt. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist das nicht eigentlich die Kernaufgabe von Politik oder zumindest eine Kernaufgabe von Politik? Zukunft so zu gestalten, dass sich auch eine düstere Stimmung wieder in ein positiveres gesellschaftliches Umfeld, in eine positive und zuversichtliche Befindlichkeit wandeln kann.
dass es Zuversicht und Optimismus gibt, dass es wieder berechtigtes Zukunftsvertrauen gibt. Das ist unsere Aufgabe. Genauso ist es auch unsere Aufgabe, klar zu sagen, was zu sagen ist. Denn das Gefühl ist viel zu oft, hier die Agenda von Politik und Medien, dort die realen Sorgen der Menschen. Diese Kluft droht immer größer zu werden. Und ich sage ganz klar, nicht bei uns, nicht in unserer Steiermark soll das passieren. Wohin man schaut, Eskalation der Emotionen. Aus Wettbewerb wird Gegnerschaft. Aus Gegnerschaft wird Feindschaft. Und ich sage ganz klar, nicht bei uns, nicht in unserer Steiermark soll das so sein. Das soll sich auch in einem Jahr mit so vielen Wahlen in unserem Land nicht ändern. Wir in dieser Landesregierung werden jeden Tag alles geben, um die Steiermark, um unser Heimatland für die Steirerinnen und Steirer noch ein Stück besser zu machen. Das ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Anton Lang und ich gemeinsam pflegen. Und ich bin ihm und meinem gesamten Regierungsteam sehr dankbar dafür. Denn, meine Damen und Herren, in unserer Landesregierung wird nicht nur gearbeitet, hier wird zusammengearbeitet. Das ist der steirische Weg. Das ist der steirische Stil, wenn Sie so wollen. Unsere Art und Weise, Politik zu machen. Sie ist mittlerweile, fürchte ich, einzigartig in Österreich, möglicherweise darüber hinaus. Und meine Damen und Herren, ich will davon keinen Millimeter abrücken. In den kommenden Wochen und Monaten nicht und auch in den kommenden Jahren nicht. Wissen Sie, meine Damen und Herren, Menschen, Familien, Betriebe, alle müssen kämpfen. Sie wollen auch Politiker, die kämpfen. Aber nicht jeder gegen jeden, sondern alle gemeinsam für Sie, für eine bessere Zukunft, für bessere Lebensverhältnisse. Gemeinsam für Sie, wenn es darum geht, zu helfen, zu unterstützen und gegenzusteuern. Weil das Leben in so vielen Bereichen um so viel herausfordernder, schwieriger, ja und auch teurer geworden ist. Es ist unsere Aufgabe, weiterhin alles zu unternehmen, damit keine Steirerin und kein Steirer zurückgelassen wird. Wir haben daher den Kampf gegen die Teuerung von Anfang an aktiv aufgenommen und die umfangreichen Maßnahmen der Bundesregierung klug ergänzt. Ganz besonders wichtig war und ist uns dabei das Thema Wohnen. Wir alle brauchen Raum zum Wohnen, zum Leben, zum Wohlfühlen, zum Daheimsein. Und doch gibt es immer noch zu viele, für die die Wohnkosten eine existenzielle Frage sind. Wir haben daher bereits im Juli 2023 eine steirische Wohnbau- und Wohnoffensive gestartet, die ihresgleichen in Österreich gesucht hat. Wir sind beim Kampf für das leistbare Wohnen weit vorausgegangen. Ich denke an den Wohnbonus, an die Sanierungsförderung neu, an die umfassende Reform der Geschossbauförderung, wo alleine mit dieser Förderschiene in diesem und im nächsten Jahr 2.800 neue leistbare, hochwertige und nachhaltige Wohnungen auf den Weg gebracht werden. Ein erheblicher Teil davon werden Sozialmietwohnungen für Menschen mit niedrigeren Einkommen und Eigentumswohnungen speziell für junge Familien sein. Auch der Bund bringt jetzt eine wichtige Wohnungs- und Eigentumsoffensive auf den Weg. Die Maßnahmen unserer Landesregierung und das neue Paket der Bundesregierung werden gemeinsam wirklich Großes in Bewegung setzen.
Und das immer mit dem Ziel, Häuser und Wohnungen zu bauen, zu sanieren, so zu bauen, dass sie ein Zuhause werden für die Steirerinnen und Steirer. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass nicht nur Wohnen leistbar bleiben und leistbarer werden soll, sondern dass auch Eigentum für junge Menschen wieder möglich sein muss. Eigentum, meine Damen und Herren, bedeutet, sich etwas aufzubauen, für die Zukunft zu planen und auch an nächste Generationen zu denken, denen man etwas weitergeben möchte. Und sohin kann ich sagen, wir sind als Landesregierung mit dem Thema Wohnen noch lange nicht fertig. Wir werden ganz genau im Auge behalten, was es noch braucht, um das Wohnen trotz schwieriger äußerer Rahmenbedingungen wieder leistbarer zu machen und an welchen Schrauben und Rädchen wir von Landesseite dabei drehen können, dieses Bundespaket mit dem Landespaket kompatibel zu machen und die Schlagkraft zu erhöhen. Wir werden daher noch vor dem Sommer ein weiteres Wohnpaket präsentieren können, an dem Landesrätin Simone Schmidbauer gerade intensiv arbeitet und mit dem Regierungspartner verhandelt. Es geht um die Leistbarkeit von Wohnraum und einen starken Schwerpunkt auf das Eigentum. Und zwar ohne dabei die Ökologisierung des Gebäudesektors aus den Augen zu verlieren. Denn insgesamt bleibt für uns die Prämisse klar: Sanierung vor Neubau. Das gilt umso mehr für unsere Ortskerne im ländlichen Raum, die wir weiterhin stärken und lebenswert erhalten möchten. Darum geht es nämlich, meine Damen und Herren. Ich habe mich sehr gefreut, dass Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl mit Landesrätin Ursula Lackner im Rahmen ihrer Ortskernintensive zum Beispiel ein Best-Practice-Beispiel besucht hat. Die Marktgemeinde Basel. Lebendiger Ortskern, prosperierende Wirtschaft, beste Qualität. Mir fällt überhaupt kein Produkt ein, das ich kaufen wollte, weswegen ich aus dem Baseler Kessel hinausfahren müsste. Aber manchmal will ich es. Man muss auch zur Arbeit fahren und so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir werden auch weiter Anläufe unternehmen, die Finanzmarktaufsicht, diese weisungsfreie Behörde, welch Segnung der Rechtsordnung, davon zu überzeugen, dass die unsägliche Kreditinstitute Immobilienfinanzierungsverordnung, wissen Sie, wenn eine Rechtsvorschrift einen solchen Namen trägt, ist der Verdacht meist berechtigt, dass sie in die Irre führt, wie der Name. Die Kreditvergabe regelt, diese Regel. Nein, die eigentlich die Kreditvergabe für die private Wohnraumfinanzierung nahezu verunmöglicht. Was hier vor wenigen Tagen wieder nachgebessert wurde, sind ja unglaublich kleine Schräubchen, die am Grundproblem nichts ändern. Und das Grundproblem ist, dass diese Verordnung eine Regel der Entmündigung und des Perspektivenraubs vor allem für junge Menschen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir müssen den Menschen in unserem Land wieder mehr Gestaltungsmöglichkeit zurückgeben. Weil wenn sich, wie mir unlängst ein mittelständischer Unternehmer erzählt hat, dass er zunehmend bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitbekommt, dass sich das Gefühl festsetzt, man kann sich trotz harter Arbeit und gutem Lohn nichts mehr leisten, kein Eigentum begründen, ja, dann stecken wir in einer unter anderem durch Überregulierung geschaffenen Sackgasse, die wir dringend auflösen müssen. Denn nur so können wir zur Eigenverantwortung und Leistung motivieren. Grundsätze, damit unser Zusammenleben funktionieren kann. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zukunftsperspektive in der Steiermark muss sein, dass wir leistbare Mietwohnungen anbieten, Eigentum ermöglichen und fördern, Leerstände beseitigen, Gebäude revitalisieren und Ortskerne beleben, sie zu Wohn- und Lebensraum im besten Wortsinn machen. Und eine Wohnpolitik, die leistbaren Wohnraum und Eigentum ermöglicht, ist auch wesentlicher Teil von Familienpolitik. In den Familien wächst die nächste Generation heran und in den steirischen Familien wachsen wir als Gesellschaft.
Es werden Werte weitergegeben und gegenseitig auf sich Acht gegeben. Verantwortung füreinander gelebt. Zu einer aktiven Familienpolitik gehört es auch, dass wir klipp und klar sagen, egal wie ich mich als Mutter oder als Vater entscheide, ob ich arbeiten gehen will, ob ich bei den Kindern daheim bleiben möchte, ob ich eine Mischung aus beiden will, es ist die richtige Entscheidung. Und ich sage bewusst Mütter und Väter, denn beide sind bei solchen Entscheidungen gefordert. Denn Gleichstellung ist für uns in der Steiermark ein selbstverständlicher Wert, der nicht diskutiert wird. Für uns steht die Wahlfreiheit an allererster Stelle. Dafür braucht es aber auch die richtigen Rahmenbedingungen, das notwendige Betreuungsangebot, die Infrastruktur, das Personal und vieles mehr. Ist uns mit einem umfangreichen Maßnahmenbündel, mit deutlich höheren Gehältern, mit einer Sozialstaffel bei den Elternbeiträgen für die Kindergrippen, mit einer Verkleinerung der Gruppengrößen in den Kindergärten, in wenigen Monaten vieles gelungen. Es gehört aber auch zu einer Betrachtung der Perspektiven dazu, klar anzusprechen, dass noch genug zu tun bleibt. Auch wenn der Ausbau der Kindergärten und der Kinderkrippen laufend voranschreitet und auch Erleichterungen für Tageseltern umgesetzt werden, hat die Steiermark, insbesondere was die Kinderkrippenplätze betrifft, weiterhin viel Luft nach oben. Also wir viel zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben diese Aufgabe und Herausforderung angenommen. Als ich Landeshauptmann geworden bin und als ich Werner Amon als zuständigen Landesrat vorgeschlagen habe, wir haben die Aufholjagd gestartet, nicht mehr. Wir haben die Aufholjagd gestartet, denn unsere Zukunftsperspektive in der Steiermark muss sein, dass jedes Kind in der Steiermark seinen Betreuungsplatz bekommt, wenn es einen braucht und die Eltern damit echte Wahlfreiheit haben. Das ist unser Ziel. Gesundheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein Riesenthema, das die Steirerinnen und Steirer an der Spitze interessiert. Gesundheitsversorgung beschäftigt jung und alt, im ländlichen Raum, in den Regionen und in der Stadt. Wir sind mit tiefgreifenden Veränderungen, mit massiven Herausforderungen und Problemstellungen konfrontiert. In der Gesundheitsversorgung und in der Pflege. Das ist kein steirisches Phänomen. Das betrifft alle Bundesländer, eigentlich ganz Europa. Aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir als Landesregierung gar nicht genug Energie widmen können und nicht genug tun können. Wir müssen jeden Tag daran arbeiten, die Gesundheitsversorgung Schritt für Schritt besser zu machen. Dabei geht es zuerst um Stabilisieren unserer Spitalsversorgung durch ausreichend Personal. Ausreichend Personal. Und hier sehen wir, dass das historische Personalpaket, das wir vor einigen Monaten beschließen konnten, 130 Millionen Euro mehr für das steirische Spitalspersonal pro Jahr. Höhere Gehälter für das Pflegepersonal, für die Ärztinnen und Ärzte. Deutlich Wirkung zeigt. Der Personalstand in der KAGES wächst. Diese Entwicklung müssen wir weiter stärken. Nur damit Sie einen Begriff haben einmal. Pro Jahr zahlen wir mittlerweile den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren steirischen Spitälern 1,5 Milliarden Euro an Gehältern. Das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung für den täglichen Einsatz dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die täglich ihr Bestes geben, um Steirerinnen und Steirer gesunden zu lassen, von Verletzungen zu heilen, für sie da sind. Dafür ein großes Applaus. Ich habe gestern meinen Sohn begleitet. U14 Grazer Sportclub hat ein Freundschaftsspiel gegen die U14 des
WRC in St. André im Lavantal gespielt, verloren. Aber knapp. Aber als die Kinder sich noch aufgewärmt haben, kommt man so ins Reden mit den Eltern. Und da habe ich ein Elternpaar kennengelernt, das ursprünglich aus Kroatien stammt, hart arbeitend in Graz wohnt und mit ihrem Buben halt auch dort waren. Dann sind wir zufällig auf die Gesundheit gekommen, weil sich das Kind irgendwann den Arm gebrochen hat. Dann hat der Vater gesagt, es ist so unfassbar, wie das Gesundheitssystem in diesem Land funktioniert. 27 Minuten nach dem Notruf ist das Kind im OP gelegen. Und das ist das in anderen Teilen Europas und nicht in den entferntesten Europas so nicht gibt. Auch diese Außensicht ist manchmal wichtig. Eines der ganz großen Anliegen unseres Gesundheitslandesrat Dr. Karl-Heinz Kornhäusl, aber auch von mir persönlich, ist die Reduktion der Wartezeiten. In den Spitälern, aber auch was Wege und Wartezeiten im niedergelassenen Bereich im ganzen Land angeht. Hier sind wir natürlich auf unsere Partner, die österreichische Gesundheitskasse, Ärztekammer, alle anderen Partner im System angewiesen. Wir arbeiten in der Steiermark Gott sei Dank gut zusammen. Und ich bin zuversichtlich, dass auch hier nötige und wichtige Schritte gesetzt werden. Wir werden auch bei einem der wichtigsten Projekte für eine noch bessere wohnortnahe und umfassendere Gesundheitsversorgung weiter vorangehen. Wir haben eine Pionierrolle bei den Gesundheitszentren, andernorts als Primärversorgungseinheiten, das ist ähnlich wie Kreditinstitute, Immobilienfinanzierungsverordnung, also bei uns Gesundheitszentren. Österreichweit haben wir die Pionierrolle, wir haben das erste gegründet, ex aequo mit Wien. Wir haben die meisten von allen österreichischen Bundesländern. Und diese Schiene der Gesundheitszentren, die Vorteile für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Ärztinnen und Ärzte bringen, werden wir mit längeren Öffnungszeiten weiter ausbauen. Und ich habe da vor einigen Wochen ein ergänzendes Instrument vorgeschlagen, von mir liebevoll als Steirerambulanzen bezeichnet. Dr. Karl-Heinz Kornhäusl ist schon in den Gesprächen. Das soll die Ergänzung sein, auch in der Nacht eine möglichst flächendeckende Versorgung zustande zu bringen, um die Spitalsambulanzen zu entlasten und für die Patientinnen und Patienten, für die Steirerinnen und Steirer eine verlässliche Versorgung auch in der Nacht zu haben, meine Damen und Herren. Denn unsere Zukunftsperspektive für die Steiermark muss sein, die beste, modernste und leistungsfähigste Spitalsversorgung in der ganzen Steiermark, was die Infrastruktur angehört, in den letzten 4 Jahren auch über 1 Milliarde investiert, und was die Ärztinnen und Ärzte angeht, mit einem starken neuen Leitspital im Bezirk Liezen, mit der Fortsetzung des großen Investitionsprogramms gemeinsam mit dem Bund bei unserem steirischen Gesundheitsflaggschiff, dem Landeskrankenhaus- und Universitätsklinikum LKH 2040. Das fordere ich von der Bundesregierung ein. Dafür werde ich als Landeshauptmann kämpfen, die Investitionen in die modernsten Behandlungsmöglichkeiten für die Patientinnen und Patienten müssen langfristig abgesichert werden und weitergehen, so wie wir das Projekt LKH 2000 gehabt haben, 2020 gehabt haben. Jetzt geht es unter anderem um ein neues Kinderzentrum in unserem Klinikum, also um einen Sprung nach vorne für die jüngsten Patientinnen und Patienten in unserem Land. Dieses Kinderzentrum, Karl-Heinz, um das werden wir gemeinsam kämpfen und wir werden es für die Steiermark erreichen. Wie auch die Reduktion der Wartezeiten und den weiteren Ausbau der Gesundheitszentren. Nur, dass Sie es wissen, 13 haben wir derzeit. 11 weitere Standorte beschlossen und ich glaube, ab nächster Woche sind es ohnehin schon 14. Also es geht wirklich weiter. Meine Damen und Herren, das ist nur ein kleiner Auszug aus den großen gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen, denen wir uns in der Steiermark und weit darüber hinaus widmen müssen. Sie gehören aber zu den wesentlichsten Grundbedürfnissen, zu den Grundvoraussetzungen für ein gutes Leben. Und nur wenn das gedeckt ist, kann ein Land auch erfolgreich sein. Heute und in der Zukunft. Nur so
kann ein Standort erfolgreich sein und umgekehrt. Die sozialen Sicherungssysteme brauchen einen erfolgreichen Wirtschafts- und Industriestandort, brauchen gute Arbeitsplätze, brauchen eine gute Infrastruktur und letztlich auch eine gute regionale Versorgung durch die Landwirtschaft. All das braucht eine vernünftige Politik. Mit Weitblick, mit Sachverstand, mit Hausverstand. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, weil dieser Begriff Hausverstand gelegentlich kritisiert worden ist und in Verruf geraten ist. Eine Vorbemerkung. Im Unterschied zu dem, was uns manche manchmal weismachen wollen, hat Europa nicht nur den Kolonialismus und den Imperialismus erfunden, sondern zuallererst die Aufklärung. Die Aufklärung, möglicherweise auch ihre unehelichen Kinder wie Kommunismus und Faschismus, aber zuallererst die Aufklärung. Und die Aufklärung bedeutet zuallererst Vernunft. Vernunft. Vernunft heißt Sachverstand und Hausverstand. Und wenn Sie mich, wenn Hausverstand manchmal als Begriff zu einfach ist, sage ich, Hausverstand ist für mich nichts anderes als pragmatische Vernunft. Pragmatische Vernunft. Und das ist der Hausverstand, der meine Leitlinie in der Politik sein soll. Denn getragen von dieser Vernunft kann das Chancenland Steiermark seine volle Kraft und Stärke ausspielen. Denn für mich ist klar, die Steiermark ist die größte Chancenregion Österreichs. Wir sind historisch als Industriebundesland gewachsen, verdanken tausende Arbeitsplätze und den Großteil unseres Wohlstands der Entwicklung der Industrie in der Steiermark. Wir sind aber weit mehr als ein Industriegebiet. Wir sind ein Land mit einzigartiger Natur, von den Bergen der Obersteiermark zum mediterranen Flair der Weingärten, mittlerweile in der Süd-, West- und Oststeiermark. Ein Land mit einer Qualität bei den Lebensmitteln, wie es sie kaum woanders gibt. Ein Land mit einem Angebot zur Freizeitgestaltung, für den Sport, für den Tourismus, mit Großveranstaltungen, wo man sonst einen halben Kontinent braucht, dass man so viele auf einem Fleck hat. Mit Kultur in einer Vielfalt, die ihresgleichen, die man lange suchen muss. Wir sind ein Land, das Tradition, Haltung und Verlässlichkeit geprägt hat und bis heute ausmacht. Ein Land, in dem das Ehrenamt so viel in unserer Gesellschaft trägt. Wir sind gleichzeitig ein Land der Innovation, der Forschung, der Entwicklung, der frischen Ideen. In der Steiermark ist all das, was oftmals gegensätzlich klingt, kein Widerspruch. Denkt man an das, was Robert Buchberger über seine Geschichte erzählt hat. Größer werden, wieder kleiner werden, innovativ, Regionalität, international, Thailand. Diese Chancen müssen wir gemeinsam nutzen, weil sie der Schlüssel zum künftigen Erfolg unserer Steiermark sind, weil sie Arbeit sichern und Wohlstand bringen. Das auch in die Zukunft zu führen, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Diese gemeinsame, entschlossene Arbeit für unser Land, für unsere Steiermark ist so wichtig, weil wir im ständigen Wettbewerb stehen. Auch und gerade als Bundesland, als Region, im Wettbewerb unter den österreichischen Bundesländern, im Wettbewerb unter den Regionen Europas, im internationalen Wettbewerb. Und insgesamt die europäische Wettbewerbsfähigkeit ist auf dem Prüfstand. Umso wichtiger ist es, dass wir als Land alles tun, damit die Steiermark weiter ein so attraktiver Standort bleibt. Wir sind ein Exportland. Jeder zweite Arbeitsplatz in unserem Bundesland hängt direkt oder indirekt am Export. Deshalb ist die internationale Wettbewerbsfähigkeit für die Steiermark von so entscheidender Bedeutung. Es ist kein Luxus, es ist nicht nice to have. Nein, die Wettbewerbsfähigkeit ist Grundlage unseres Wohlstands. Die Menschen, die Fachkräfte oder auch die potenziellen angehenden Fachkräfte sind eine der größten Stärken unseres Landes. Sie sind eine wesentliche Chance im globalen Standortwettbewerb. Das duale Bildungssystem, die Innovationsstärke und der Schwerpunkt der Forschung und Entwicklung sind unsere großen Hebel,
den Wohlstand für die Menschen im Land zu sichern. Duale Ausbildung, Berufsmeisterschaften, Euroskills, World Skills, World Full of Skills. Ich habe erst unlängst die Euroskills-Teilnehmer bei mir in der Burg empfangen dürfen. Das ist toll, wenn man sieht, mit welcher Einsatzbereitschaft, mit welchem Engagement, mit welchem Geist hier im internationalen Wettbewerb, wenn Sie so wollen, gearbeitet wird. Ist überhaupt toll. Vor wenigen Wochen war ich bei der Landesberufsschule in Radkersburg. Da habe ich mich dort einmal einer politischen Diskussion stellen können. Toll! Ich hoffe, die politische Bildung ist in allen anderen Schulzweigen auch so hochqualitativ veranlagt, weil das war eine traumhafte Diskussion. Und außerdem hat man gesehen, wie die jungen Leute dort tatsächlich auf das Leben und auf eine Wirtschaft des 21. Jahrhunderts vorbereitet werden. Den Ideenreichtum und Innovationsgeist und das Geschick der steirischen Unternehmerinnen und Unternehmer in Kombination mit der Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament der steirischen Erfolgsgeschichte und des Wohlstands. Dieser Fleiß hat uns groß gemacht. Da stellt sich dann die Frage, warum rücken Fleiß und Leistung in der Debatte oft in den Hintergrund? Zusammenhalt hat uns stark gemacht. Warum wollen dann einige gegeneinander arbeiten? Vernunft hat uns nach vorne gebracht. Warum sollten wir sie dann durch Wut ersetzen? Fleiß, Zusammenhalt und Vernunft haben unser Land groß gemacht, stark gemacht und nach vorne gebracht. Daher ist eines für mich völlig klar. Leistung muss wieder ein Wert sein, der tatsächlich auch etwas wert ist, meine Damen und Herren. Ich bin überzeugt davon, und es gibt auch Hinweise dafür, dass der überwiegende Großteil der Steirerinnen und Steirer Leistung bringen will und das auch tut, dass es aber auch entscheidend ist, die Leistung entsprechend zu honorieren und sie zu fördern. Leistung muss sich lohnen. Es braucht daher vor allem auch Leistungsanreize. Denn unsere Zukunftsperspektive für Österreich und damit für die Steiermark muss sein, Steuern auf Arbeit runter. Überstunden steuerfrei, Arbeiten im Alter attraktiver machen, deutliche Anreize zu schaffen, wieder Vollzeit zu arbeiten, einen stärkeren Unterschied von Erwerbseinkommen zu Nichterwerbseinkommen schaffen. Dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, werden wir uns auch beim Bund weiter einsetzen. Die Steiermark war schon immer mutig. Mutig, wenn es darum geht, voranzugehen und mutig, wenn es darum geht, vorauszudenken. Heute brauchen wir diesen Mut auch, um offen anzusprechen und auszusprechen, wo Wege in Sackgassen führen. Wir müssen rechtzeitig umkehren und ein paar Schritte zurückgehen. Zurück, wo es um zu viel Anspruchsdenken und Rundumversorgung geht und wir einen neuen Weg zur Eigenverantwortung finden müssen, damit unser Sozialsystem weiter für die da sein kann, die es wirklich brauchen. Zurück, wo die lautstarken Interessen einzelner Gruppen den Blick für das Gemeinsame, das große Ganze verstellen und den erhobenen Zeigefinger spüren lassen. Zurück, wo es zu viel Bürokratie, Regulierung und Bevormundung gibt, vor allem für die Wirtschaft, aber beileibe nicht nur dort. Ich möchte es an dieser Stelle nicht verabsäumen, mich bei den großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unserem Landesdienst, in unserer Landesverwaltung zu bedanken. Sie arbeiten mit viel Einsatz und Kompetenz für die Steirerinnen und Steirer. Und dennoch trifft sie dann oft der Unmut, wenn ein Verfahren länger dauert, umständlich ist und man den Eindruck hat, dass die Bürokratie lähmend ist. Da muss sich unsere Landesbediensteten und ihre Arbeit in Schutz nehmen. Denn sie müssen das vollziehen, was wir Politikerinnen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene beschlossen haben und in Form von Gesetzen und Verordnungen gegossen haben. Vieles davon ist richtig, aber ist auch wirklich alles davon notwendig? Diese Frage müssen wir uns selbstkritisch stellen. Und ich will daher, dass jedes Gesetz, jede Verordnung und jede Regel, die mit unserer Steiermark als Standort zu tun hat, auf den Prüfstand kommt. Diskutieren wir die Regeln mit den Sozialpartnerinnen und Sozialpartnern, mit den Menschen in diesem Land, dass wir auch als Land, als Landesverwaltung
unseren möglichsten Beitrag dazu leisten, ein attraktiver Standort zu bleiben und auch weiterhin zu sein. Denn wir müssen auch weiterhin ein Industriebundesland bleiben. Ich meine damit ganz im Besonderen auch die Automobilindustrie. Ein absoluter Schlüsselzweig für unsere Steiermark. Lassen Sie mich zur Verdeutlichung daran erinnern, dass ich im letzten Jahr in meiner Steiermark-Rede ganz deutlich darauf hingewiesen habe, einen entschlossenen Klimaschutz eingefordert und gesagt, Zitat vom letzten Jahr, zu dieser Entschlossenheit gehört für mich auch das klare Bekenntnis zur Technologieoffenheit. Gerade als Forschungs- und Entwicklungsland Nummer 1 darf die Steiermark in Sachen Technologieoffenheit und Weiterentwicklung beim Status quo nicht Halt machen. Das habe ich gesagt in einer Zeit, als es um zukünftige Antriebstechnologien auf europäischer Ebene gegangen ist. Ich möchte das heute mehrfach unterstreichen. Und ich möchte sagen, die EU ist bis dato gut gefahren, wenn sie auf Anregungen aus der kleinen Steiermark gehört hat. Als es darum gegangen ist, die Biomasse weiterhin als erneuerbaren Energieträger anzuerkennen. Wir haben recht gehabt. Oder ob es zuletzt darum gegangen ist, neue Beizmittel zu genehmigen für die Kürbisse. Ist auch gegangen. Wissen Sie, was das heißt? Kernölkrise abgesagt. Und vielleicht sollten wir auch auf uns hören, wenn es um Verbrenner, batterieelektrisch-synthetische Kraftstoffe oder was auch immer geht. Denn was ist in der Zwischenzeit passiert, seit der letzten Rede? Das EU-Parlament hat grundsätzlich das Aus für den Verbrenner beschlossen. Die Aufträge in unserer Autoindustrie gehen zurück. Ausblick, gelinde gesagt, nicht sonderlich erfreulich. Aufträge für Elektroautos, schleppend. Werden deshalb weniger Verbrenner produziert? Nein. Nur in Hinkunft nicht mehr bei uns. Jetzt drohen wir sowohl die Führungsrolle in der Entwicklung der einen als auch der anderen Technologie in Europa zu verlieren. Währenddessen wird auf europäischer Ebene gerade der dritte Schwenk diskutiert. Man ist sich doch nicht mehr so sicher, ob die CO2-Bilanz der batteriebetriebenen Fahrzeuge wirklich so viel besser ist, insbesondere im Vergleich zu den Verbrennungsmotoren, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Meine Damen und Herren, Planungssicherheit und Stabilität sehen definitiv anders aus. Ein steirischer Industriemanager hat ein solches Vorgehen in einer sehr schönen Diskussionsrunde, die wir jetzt einmal gehabt haben, unlängst als mangelnde Regulierungsfolgenabschätzung bezeichnet. Ein Ausdruck, der durchaus Unterhaltungswert hätte, wenn die Angelegenheit nicht so ernst wäre. Wir müssen jetzt gemeinsam alles daran setzen, bestehendes Know-how und Kompetenzen so lange wie möglich einzusetzen und für die steirische Industrie nutzen zu können. Die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor werden etwa nicht von einem Tag auf den anderen verschwinden, sondern es wird sie noch länger geben. Welche Übergangstechnologien gibt es? Unser Ziel und unsere Perspektive für die Steiermark muss daher sein, diesen Zeitraum so gut und intensiv zu nutzen, um zukunftsfähige Technologien zu entwickeln und zu produzieren, sowie bestehende Technologien zu transformieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, damit mich niemand missversteht, das muss Teil eines entschlossenen Klimaschutzes sein. Im Einklang mit technologischem Fortschritt oder durch technologischen Fortschritt bedingt. Denn wir müssen alles tun, um die CO2-Emissionen zu senken. Allerdings verschärft sich der Eindruck, dass in den letzten Jahren in Mitteleuropa ein ideologiegetriebener Überbietungswettbewerb Einzug gehalten hat. Politisch festgelegt, statt mit Wissenschaft und Forschung hinterlegt. Ohne ausreichend über die Konsequenzen nachzudenken. Denn es braucht Planungssicherheit für unsere Unternehmen. Denn was bringt es uns, wenn die Arbeitsplätze von steirischen Leitbetrieben nach China oder Indien wandern? Wir müssen die Autoindustrie im Wandel unterstützen, nicht
sie blindwütig in ihrer Entwicklung behindern. Denn unsere Perspektive für die Steiermark muss sein, ein starkes und erfolgreiches Industriebundesland zu bleiben. Die steirischen Innovationen, denken wir nur an den Green Tech Cluster, als Chance und Speerspitze im Kampf gegen den Klimawandel zu begreifen und zu unterstützen. Den Kampf gegen zu viel und insbesondere unnötigen Bodenverbrauch mit einer vernünftigen Raumordnung weiterzuführen. Aber meine Damen und Herren, da werden ja auch wieder ideologiegetriebene Scharmützel ohne realen Mehrwert betrieben. 2,5 Hektar pro Tag muss gesetzlich geregelt werden. Ich habe mir das jetzt einmal angeschaut, 2,5 Hektar pro Tag österreichweit Bodenverbrauch heißt bei 2093 österreichischen Gemeinden 11,9 Quadratmeter pro Gemeinde. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da braucht es Vernunft. Bodenmissbrauch verhindern, Entwicklung ermöglichen mit vernünftigen Regeln. Das nenne ich pragmatische Vernunft. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir über Wirtschaft und Standort diskutieren, gibt es noch ein Thema. Ich habe vor einigen Wochen die Firma, mir bis dahin weitgehend unbekannte Firma, Netzwerk Telekom Service AG, kurz NTS, besucht. In Raber-Grambach. Ein IT-Unternehmen, das 1995 in Graz gegründet wurde und mittlerweile an 22 Standorten auf der ganzen Welt tätig ist und über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ich glaube, 100 oder 200 werden gesucht. Dort hat es eine Präsentation gegeben. Firmenpräsentation, die Welt dieses Marktes und so weiter und so weiter. Und unter anderem gab es ein Chart Wünsche an die Politik. Da ist es um das Industrieland Steiermark gegangen, um die Infrastruktur, um die Digitalisierung. Aber dann hat es einen Wunsch an die Politik gegeben, der mich verwundert hat, zugleich positiv überrascht. Da ist ein Punkt gestanden, Stabilität. Einer der wichtigsten Wünsche an die Politik sei Stabilität. Und auch dort, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann unsere Landesregierung entgegenkommen. Wir bieten Stabilität als einen Erfolgsfaktor für den Standort Steiermark, weil wir für Verlässlichkeit stehen und weil wir den Unternehmen und Betrieben in unserem Land Sicherheit geben wollen. Schließlich braucht es aber auch steirische Lebensadern und eine Infrastruktur. Und wenn es um die dritte Spur der Bürnautobahn im Süden von Graz geht, dann wird man im Bund noch feststellen, wie stur und hartnäckig wir Steirer sein können. Regierungsarbeit braucht keinen Aktivismus, sondern Realismus. Wenn wir eine Studie haben, dass diese Autobahn eine Auslastung von 103% hat, 103%, sagt einem die pragmatische Vernunft, das ist wie bei einem Kochtopf. Da braucht es Wasser noch nicht einmal kochen. Wenn ich 103% Wasser in den Kochtopf rein tue, geht er über. Und was heißt das bei einer Autobahn? Dass der Verkehr dorthin geht, wo er nicht hingehört. In die Dörfer, in die Orte, vor die Schulen, vor die Spielplätze. Das ist das Problem. Und deswegen gilt auch das Argument der Frau Bundesministerin nicht, neue Straßen schaffen neuen Verkehr. Der ist schon da. Wir wollen nur, dass der Verkehr dort ist, wo er hingehört, auf der Autobahn und nicht vor den Schulen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gleiches gilt für diese Haltestelle beim Grazer Flughafen. Auch das letzte Jahr. Angezogen. Ein Schildbürgerstreich, wenn die nicht kommt. Gespräche, Schriftverkehr, keine Bewegung in Wien. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gesagt, das ist ein Jahr vieler Wahlen. Wissen Sie, was ich Ihnen verraten kann? Das wird auch ein Jahr vieler Regierungsverhandlungen. Und diese steirischen Perspektiven müssen in einem zukünftigen Regierungsübereinkommen auf Bundesebene drinnen sein. Darauf werden wir Steirer schauen. Aufpassen wie die Haftelmacher. Wenn diese Zukunftsprojekte einem Regierungsübereinkommen
nicht innewohnen, werden wir ihm nicht zustimmen. Und bitte, auch keine lauwarmen Evaluierungsformulierungen. Wird nochmals evaluiert, dorthin evaluiert und dahin evaluiert. Genug evaluiert, genug Studien, jetzt ist es Zeit zu handeln. Wie auch bei der Schiene. Bürn-Schober-Achse. Graz, Spielfeld, Marburg, damit nach Koper. Das sind die Zukunftsperspektiven, die wir brauchen. Ebenso wie die Steirische Ostbahn. Den einen oder anderen Lückenschluss, S36, S37, all das sind unsere Zukunftsperspektiven, die wir brauchen. Meine Damen und Herren, mir ist wichtig, ein klares Zukunftsbild der Steiermark zu haben. Zu wissen, wo wollen wir hin? Wie positionieren wir unser Land? Und das konsequent auf allen Ebenen voranzutreiben. Das betrifft Wirtschaft und Industrie, Kinderbildung und Betreuung, Landwirtschaft und Klimaschutz, Gesundheit und Pflege, Sicherheit und Infrastruktur, aber auch unsere steirische Kultur und Tradition. Alles, was unsere Lebensweise und Lebensart angeht. Weiß-Grün, Blasmusik, Feuerwehr, Technologie, Avantgarde. All das ist steirischer Herzschlag. Denn Steiermark heißt, trotz allen technischen Fortschritts ein analoges Herz zu bewahren. Ich lasse mich in der Steiermark Kultur und Tradition nicht auseinanderdividieren. In der Steiermark gehören Avantgarde und Jazz und vieles andere längst so sehr zur Tradition wie Tracht und Volkstanz. Das zeichnet uns aus. Als Land, das über Jahrhunderte Brücke und Bollwerk war. Morgen feiern wir 950 Jahre Stift Admont. In 2 Jahren 400 Jahre Schloss Eckenberg, einer großen Steiermarkschau, wo eine ganz bemerkenswerte Geschichte, ein Auf und Ab einer Familie beschrieben werden wird. Mehr als 830 Jahre ist die Steiermark nun bei Österreich und noch immer etwas ganz Besonderes. Hier hat sich ein Menschenschlag gebildet. Eine besondere Art des Zusammenlebens und der Gemeinschaft, die aus unseren steirischen Traditionen gespeist wird und ganz selbstverständlich auch eine steirische Hausordnung hervorgebracht hat. Wer zu uns kommt, wer in unserem Land sein will, wer Teil dieser Gemeinschaft werden möchte, der muss diese Hausordnung akzeptieren, ohne Wenn und Aber. Freiheit, Rechtsstaat, Demokratie. Offenes Herz, offener Geist und Respekt füreinander. Wer die Steiermark liebt, arbeitet für die Steiermark. Wer nur an seine eigene Partei denkt, dem reicht das Schimpfen. Was rund um uns geschieht, können wir nicht beeinflussen. Aber was für die Steiermark, für die Steirerinnen und Steirer jetzt wichtig ist, dafür müssen wir gemeinsam kämpfen. Und deswegen ist aus meiner Sicht unsere Steiermark eine, in der sich Leistung lohnt. Unsere Steiermark ist eine, in der wir den Wohlstand sichern. Unsere Steiermark ist eine, in der wir die großartige Qualität, die unsere Landsleute produzieren, schätzen. Die Qualität zu leben, die Qualität der Landwirtschaft, die Qualität der Betriebe, die Qualität des Handwerks und der Produktion, die Qualität des Zusammenlebens, der Tradition
und letztlich der steirischen Kultur. Unsere Steiermark ist eine, in der unsere Traditionen zählen, unsere Werte zählen und in der sich alle rechtschaffenen Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen sollen. Ein Land der positiven Chancen, ein Land der Möglichkeiten bei aller Veränderung auf der Welt. Kontinuität, Zuverlässigkeit, Zusammenhalt. Das sind die Schlüssel, mit denen wir die vielen Chancen und Potenziale unserer Steiermark nutzen können. Das will ich tun, mit Kompetenz und Entschlossenheit. Denn ich glaube an die positive Kraft der Steiermark. Ich glaube an den Mut der Steirerinnen und Steirer. Ich glaube an die steirische Zuversicht. Ich glaube an den ganz besonderen steirischen Geist. Ich glaube an diese, an unsere Steiermark. Standing Ovations und einen stolzen Kuss der Gattin für eine sehr motivierende, ernsthafte, fokussierte Steiermark-Rede 2024. Herzlichen Dank, Herr Landeshauptmann. Die Steiermark ist wahrlich ein Land, auf das wir stolz sein können. Und was bietet sich besser an als der Josefitag morgen, um das auch zu zeigen? Und damit Sie das morgen auch gleich tun können, gibt es für Sie heute Abend ein Gastgeschenk am Weg nach Hause. Ein Packerl, in dem Sie die weiß-grüne Fahne, die Flagge der Steiermark finden. Hier hinter mir schon so schön drapiert. Diese Flagge, die können Sie mit nach Hause nehmen und morgen aus dem Fenster hängen, auf den Gartenzaun. Vielleicht haben Sie einen Lieblingsplatzerl in der Steiermark, wo Sie sie aufhängen möchten. Vielleicht wollen Sie sie mit auf eine Wanderung nehmen morgen am Josefitag oder auf eine Radtour. Vielleicht sind Sie aber auch ganz kreativ, so wie mein 13-jähriger Sohn, als ich das heute noch bei mir daheim im Büro, wie ich das vorbereitet habe, liegen gehabt hat, sagt er, wieso hast du da die steirische Flagge liegen? Dann habe ich ihm das erklärt, weil das heute ein Gastgeschenk ist. Dann sagt er, das ist super, das nehme ich wie einen Superman-Umhang morgen und fahre eine Runde durch den Ort mit dem Fahrrad und dann kann sie hinten nachwehen. Sie sehen, man kann vieles tun mit der steirischen Flagge. Wichtig ist nur, dass man sie zeigt, dass man dazu steht. Und wenn Sie morgen auf Reisen gehen, nehmen Sie es mit zum Meer. Nehmen Sie es mit in die City oder, wenn es Ihnen so geht wie mir, damit zur Arbeit. Kein Problem, wir bitten Sie nur eins, machen Sie ein Foto. Machen Sie ein Foto von Ihrer Steiermark-Fahne an dem Ort, den Sie gewählt haben und schicken Sie es an uns per Mail. Sie können es auch gern auf Social Media posten, mit dem Hashtag Stolz auf die Steiermark zum Beispiel oder Alles geben für Weiß-Grün. Ziel dieser Aktion ist es, dass wir hoch vom Dachstein an bis ins Rebenland zeigen, dass wir stolz auf unser Heimatland sind, den heiligen Josef feiern und zusammenstehen. An dieser Stelle ist es auch schon Zeit für mich, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Ich wünsche Ihnen heute noch einen wunderschönen Abend bei, Sie riechen es schon, sehr gutem Essen. Weil alles hat ein Ende,
nur die Wurst hat zwei. Und ich glaube, auch das findet sich hier am Buffet und auch im Café im Erdgeschoss können Sie noch zusammenstehen. Ich wünsche Ihnen nämlich auch sehr gute Gespräche heute Abend. Und ich lade Sie am Ende noch ein, dass wir alle gemeinsam begleitet vom Quartett Clarifonix nun unsere Landeshymne singen. Danke vielmals, einen wunderschönen Abend.